Hallo und herzlich willkommen zurück bei ARK. Wir sind wie immer am Hungern. Wir nagen förmlich am Hungertuch und werden da ja mal wieder ein tolles Feuerchen machen. Rohmeat rein, Holzkohle raus, Feuer angemacht. Und ich weiß auch nicht, was los ist. Wir müssten hier mal irgendein großes Tier plattwalzen. Wir müssen uns vielleicht doch mal wieder mit einer Schildkröte anlegen. Wir sollten jetzt mal ins Inventar gucken. Was brauchen wir denn jetzt genau, damit wir hier wieder so ein Speer bauen können? Ach, Fiber ist das einzige Problem? Oh. Haben wir doch. Fiber haben wir doch. Wir haben sogar richtig viel Fiber. So, und nun... Dann... Na, wo ist es denn? Da ist es. Gleich mal ein Speer gemacht. Sehr gut. Den Waterskin, ich glaube, den craften wir auch gleich mal. Dann sehen wir uns mal um. Diese Geräusche, ne? Diese Frau geht mir echt gerade derbe auf den Sack. So, ich habe doch vorhin auch noch gelernt, wie man diese Spike Wall baut. Was brauche ich denn dafür? Wood 40, Height 10, was gleich so viel? Fiber 30, das ist ja voll viel. Boah, da werde ich wieder ganz schön viel beschäftigt sein. Das ist unschön und das machen wir gleich mal aus. Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken mal nach, ob dieser Trike hier irgendwie feststeckt in den Bäumen, denn falls er das tut... Oh. Nee, aber er steckt schon fest. Packen wir den Speer aus und pieksen ihn tot. Und dann sollten wir wieder an genügend Fleisch rankommen. Echt jetzt? Was fehlt uns jetzt dafür? Natürlich, Wut. Wood. Doofes Wood. Nee, das müssen die echt überarbeiten. So ein Speer kann nicht so schnell kaputt gehen. Das ist doch echt lächerlich. So. Und nochmal. Wir werden das ja jetzt wohl mal schaffen. Au. Hey. Nein. Ach so. Ich glaube, das sollte man damit nicht machen, ne? Ah, tatsächlich. Es gibt auch hier einen Unterschied, egal mit welchem, also je nachdem, mit welchem Instrument man auf ihn einschlägt. Axt gibt eher Height. Und das gibt eher... So. Dann nehmen wir hier doch mal die Hackaxt. Tatsächlich. Ist doch ein Witz. Gut, ich würde sagen, dass wir dann jetzt mittlerweile relativ gut dastehen sollten, was das Futter angeht. Wir sollten mal gucken. T-Rex ist weg. Oder zumindest nicht hier. Das ist schon mal sehr schön. Dann hauen wir hier noch ein bisschen Bäumchen klein. Na? Wir könnten uns eigentlich auch mit der Schildkröte anlegen. Und welches Level hat die denn? Wir legen uns jetzt auch mit der Schildkröte an. Ich kann natürlich keinen neuen bauen. Shit. Jetzt auch noch dehydriert. Das heißt, wir rennen jetzt erstmal rein ins Wasser. Kümmern uns also erstmal darum. Dann geht's zurück zu unserem Häuschen. Ah, sehr schön.
So, die Wasserprobleme sind jetzt erstmal... Ja, ich bin zu müde, um mich zu bewegen. Dann würde ich sagen, bewegen wir uns nur so halb, indem wir hier so Zeug absammeln. Steine müssten wir auch mal wieder sammeln können, denn vielleicht treffen wir wieder auf einen Parasaurus, den wir... Ist der Aggro? Nein, jetzt bleib doch mal weg. Ich wollte dir nichts tun, wirklich. Wir sind eigentlich in Wirklichkeit beste Freunde. Geh weg. Danke. Ach, die steckt im Baum fest. Das sollte mal mit einem blöden T-Rex passieren. Dann würde ich den auch am liebsten mal ummoschen. So, wir gucken nach, was brauchen wir denn jetzt wieder für einen Speer? Nix. Ach so. Okay. Dann craften wir doch schnell wieder ein und dann machen wir die platt. Hallo? Was jetzt passiert? Wieso, wir waren zu erschöpft, oder was? Also in letzter Zeit, ne, haut's uns recht häufig hin. Kannst du bitte mal wieder aufstehen? Ich würde wirklich zurückgehen dann sogar und dir ein paar Steaks auf den Ofen hauen. So. Holzkohle raus, gutes Fleisch rein, Feuer an. Und weil ich so ein netter Typ bin, hau ich sogar noch ein bisschen Holz drauf. Mann. Also Ark ist schon ein bisschen niveauvoll, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt sollte mal keine Gefahr bestehen, dass wir sofort tot umfallen. Holzkohle wollen wir nicht. Genau, mehr Fleisch. Na? Eins würde ich schon ganz gerne noch essen. Und wieso verlieren wir das so unglaublich schnell? Du bist ja nur am Essen. Das ist doch verrückt. Ich verstehe es nicht, wieso das so schnell geht. Ja gut, wir gehen jetzt mal runter. Und werden die Schildkröte jetzt noch endgültig platt machen. Dann haben wir hoffentlich wieder genügend Fleisch. Na? Oh, sehr gut. Na? Okay. Das passt doch schon mal. Haben wir gleich mal noch viel, viel mehr Fleisch drauf. So. Trotzdem, ich verstehe das nicht. So schnell sollten wir jetzt nicht hungrig sein und Zeug verbrennen. Es kann allerdings sein, dass man vielleicht einen höheren Grundumsatz oder sowas hat, wenn man länger nichts gegessen hat. Also ich meine, das wäre zumindest irgendwie wahrscheinlich. Gut, ich würde nämlich jetzt gerne meine Slingshot bauen. Was brauche ich dazu? Fiber bräuchte ich noch. Habe ich hier auch eingelagert. Ich nehme das mal so. Jetzt habe ich alles genommen.
Dann craften wir mal eine. Ich denke, zur allgemeinen Sicherheit sollten wir auch gleich nochmal einen Speer craften. Ja, wunderbar. So, dann mal weiter. Wir werden den Strand ablaufen. Und finden dabei hoffentlich einen Paras... Nee, können wir ja noch gar nicht machen. Wir werden es nicht tun. Allerdings hätte ich doch ganz gerne einen wirklichen Parasaurus. Dazu sollten wir jetzt aber ganz viele Bären pflücken. Und dann werden wir wieder versuchen, dass wir den irgendwie K.O. schießen. Und dann mal zähmen können. Und dann kommt hoffentlich kein dicker, fetter T-Rex, der ihn uns wegfrisst, wie das letzte Mal. Das war schon ziemlich scheiße. Na? Noch mehr Fiber. Boah. Sehr gut. Sollten wir mal... ich glaube, das machen wir hier noch. Den sammeln wir noch ab. Und den auch. Und dann den links daneben auch noch. Dann sind wir hoffentlich wieder relativ gut ausgestattet. So, jetzt gucken wir mal nach. Wie viele Narco-Berries haben wir denn? 22 ist jetzt nicht super viel, aber da kann man ja noch nachsammeln. Daher würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir sehen uns um, ob wir einen Parasaurus finden. Ist das einer? Oder ist das dieser Trike? Ja, das ist der Trike, der festhängt. Tja. Wir könnten da vorgehen, aber... wenn der T-Rex noch da ist, wäre das schlecht. Wir könnten allerdings hier auch einfach mal den Trike killen und noch mehr Fleisch besorgen. Ich glaube, das machen wir sogar. Oh. Hey. Hörst du mal bitte auf, mich zu treten? So. Bitte was? Ich glaube, wir müssen jetzt selbst mal ein paar Bärchen essen. Meine Boots sind eben kaputt gegangen. Die reparieren wir mal schnell. Und ziehen die wieder an. Ey, nee, komm mal nicht ran. Oh, wir könnten doch die Steinschleuder nehmen. Ha! Na? Interessiert ihn gar nicht. Was ja super lustig wäre, wenn man damit den T-Rex ausnocken könnte. Na? Ich habe tatsächlich damit einen Trike gekillt. Ja! So, dann gib mir mal all dein leckeres Essen. Und dein Fell und was auch immer du so dabei hast. Dann weg damit. Und wir werden hier wieder ein bisschen am Strand rumlaufen und Steine sammeln. Läuft, funktioniert aber nicht. Ist ja blöd. Wir gehen hier nochmal hin, das sammeln wir auch alles schön ab. Sehr schön, dann gucken wir uns jetzt mal weiter um. Vielleicht kommen wir tatsächlich noch Richtung eines Parasaurus, der dann vielleicht auch festhängt irgendwo an einem Stein oder so. Und dann kann man den ganz bequem bewusstlos schießen. So wie wir es ja schon mal geschafft haben. Wir müssen hier aber echt vorsichtig sein. Ich will dem T-Rex nicht in die Arme laufen.
möchte nicht weggesnackt werden von ihm. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er wieder in die andere Richtung gelaufen ist. Ha. Da drüben sind zwei so riesige. Waren die vorher auch schon da? Kann ich mich jetzt gar nicht so richtig entsinnen. Aber vielleicht haben die sich einen fetten Battle mit dem T-Rex geliefert und haben den besiegt und sind deshalb jetzt irgendwie dort. Oh, voll friedlich alles da drüben. Lauter tolle Pflanzenfresser. Skorpion, sieht nicht so toll aus. Was ist da hinten? Wir gehen hier mal dem Wasser entlang und versuchen, dem Skorpion auszuweichen. Ja. Der interessiert sich nicht so groß für uns. Okay, alles gut. Nee, Skorpion kommt uns nicht nach. Sehr schön. Dann haben wir hier so ein komisches Getier. Dann haben wir da noch so ein komisches Getier. Das sind allerdings alles nicht die Tiere, die ich jetzt finden wollte. Hi. Wobei man die vielleicht auch zähmen könnte. Aber auf denen will ich da nicht reiten, ne? Die dürften aber jede Menge tragen können. Was liegt denn da rum? Liegen da Leichen rum? Haben die da etwa massenhaft Fleischfresser gegessen? Platt gemacht? Schwimme ich doch mal schnell rüber. Das muss ich mir näher ansehen. Ha. In der Tat. Die haben alles, was fies war, plattgewalzt hier. Geiler Shit. Finde ich gut. Also man sollte sich vielleicht dann doch in der Nähe von denen hier aufhalten. Die dann notfalls einfach mal alles kaputt hauen. Hm. Du bist aber ein Hübscher. Bleib doch mal stehen. Na, hier geht's ja ganz schön ab. Und ich wette, die haben hier den Rex platt gewalzt. Was ist denn das für ein Level? Level 23, ja. Der hier. 2. Boah. Ja, jetzt lass mich doch mal raus. So. Genau, bleib mal schön da stehen. Das gefällt mir gut. Und vielleicht schaffen wir es dann hier tatsächlich in relativer Sicherheit vor einem T-Rex. Haben wir den jetzt getötet oder? Nein, er ist bewusstlos, so wie sich das gehört. So, wir accessen mal das Inventory. Wir geben ihm alle Beeren, die wir haben. Inklusive Narco-Berries. Und dann sieht die Sache doch hoffentlich jetzt ganz gut aus. Das kommt mal weg. Das auch. Und dann sammeln wir hier lieber mal noch so ein paar Bären ein. Ja. Ah. Das ist jetzt schon ein bisschen sehr stressig gerade. Aber ich denke, das ist hier aktuell die einzig sichere
Der einzig sichere Ort, wo wir vor seinem T-Rex sicher sind und ihn zähmen können. Aus diesem Grund muss ich jetzt einfach mal diese Chance nutzen. Und hier ordentlich was einsacken. Super Sache. Ja, genial. Ach, das ist auch ein Parasaurus. Der hätte sogar ein viel geileres Level gehabt. Mann. Wobei dann wahrscheinlich die Frage ist, ob man das dann als so ein Typ wie ich, das bin so ein kleiner Typ, überhaupt richtig easy zähmen kann. Und da drüben sehe ich doch schon wieder so einen fiesen... Ja, das ist so ein fieser Fleischfresser. Und bist du offensichtlich nur hier sicher. Und ich find's nett von den großen Dinos, dass die nicht auf mich drauflatschen. Bin ich ein großer Fan von. Sehr zuvorkommende Dinos. Gucken wir mal nach, wie geht's dem denn? Oh oh. Der hat schon ordentlich was von den Narco-Berries weggefuttert. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir sonst noch irgendwelche Bären gefunden? Ja, Sinnbären hätten wir noch. So, was ist denn der allgemeine Zustand? Wir müssten auf alle Fälle... Mann, geh doch mal weg hier. Wir müssten hier noch ein paar nutzen. So. Ja, lädt sich langsam auf. Dann gehen wir hier noch schnell die ganzen Büsche wegsammeln. Und nachdem ich jetzt hier sehe, dass es schon wieder über 22 Minuten sind und die letzten Folgen immer so unglaublich lang werden, verabschiede ich mich für die jetzige Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Eventuell haben wir dann auch schon den gezähmten Parasaurus. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.